So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Blood Rage von Eric M. Lang. Das hier ist die Kickstarter-Version, die gerade eingetroffen ist. Leider nicht meine, sondern die vom Kumpel. Ich ärgere mich sehr, dass ich dieses Spiel nicht selbst gebackt habe. Und das ist jetzt die englische Version. Ich werde euch trotzdem eine Übersicht darüber geben. Ich werde 4 Videos dazu machen. In dem ersten werde ich euch das erste Zeitalter zeigen, dann im zweiten Video das zweite Zeitalter und im dritten Video schließlich das dritte Zeitalter. Im letzten Video kommt dann das Fazit und normalerweise erzähle ich ja schon mal relativ viel über das Spiel vorher, wie ich es finde und was so toll ist und wie aufgeregt ich darüber bin, wenn es gut ist. Und das erspare ich mir jetzt alles. Das kommt komplett ins Fazit. Ich werde jetzt einfach so eine Übersicht über das Spiel geben, worum es so generell geht, dann wie gesagt Runde 1 zeigen, weil ich denke, wenn man das so ein bisschen gespielt sieht und wie es abläuft, dann bekommt man eher ein Gefühl dafür, als wenn ich euch jetzt erzählen würde, was das hier alles ist, was man so für Aktionen hat, was man damit machen kann und man hinterher eigentlich immer noch nicht weiß, wie spielt sich das denn jetzt eigentlich. Und darum fangen wir jetzt einfach direkt mal mit Runde 1 an. So, erstmal, worum geht's? Das Spiel ist angesiedelt in der nordischen Mythologie, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, nur das bisschen, was ich aus den Thor-Kinofilmen kenne, also schlag mich nicht, wenn ich hier komplett einen Blödsinn erzähle, aber generell sieht man hier schon Yggdrasil, den Baum des Lebens, hier drumherum sind die anderen Regionen angeordnet, Jotunheim, Mannheim und Alfheim, also ich weiß nicht, ob das irgendwie Midgard darstellen soll oder irgendwas anderes, auf jeden Fall kommt halt Ragnarök, die große Zerstörung und wird alles Leben vernichten und wir wollen halt vorher noch so viel Ehre wie möglich haben. Unsere Krieger können hier auch nach Valhalla kommen. Und in diesem Spiel spielt Dave, ein Wikinger-Clan, den Clan der Wölfe. Und ich spiele den Wildschwein-Clan. Das war ein doofer Name, aber die sehen einfach geil aus, wie ich finde. Lila. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, das ich euch jetzt zeige. Eigentlich ist es 2 bis 4 Spieler. Und ja, es ist zu zweit, habe ich es noch nicht richtig gespielt. Da soll es ganz okay sein. Wirklich scheinen und gut sein soll es mit 3 oder 4 Spielern. Ich fand bisher die 3-Personen-Variante am besten. Warum, werde ich euch nachher erzählen. Aber ich denke, einfach um zu sehen, was das Tolle an diesem Spiel ist, reicht das hier auch in der 2-Personen-Variante. 3 Leute alleine simulieren ist immer ein bisschen unübersichtlich und das soll ja auch alles nachvollziehbar bleiben. Generell wollen wir die meiste Glory haben, also die meiste Ehre. Da gibt es hier dann diesen Glory-Track, der einmal rundherum geht und wer eben am Spielende am meisten Glory gesammelt hat, ist der Gewinner. Wir können Siegpunkte für unterschiedlichste Sachen bekommen. Wenn wir Kämpfe gewinnen, wenn wir Kämpfe verlieren und so weiter und so fort. Das ist einer der genialen Mechanismen in diesem Spiel, dass man das ein bisschen selbst steuern kann und sich das auch von Runde zu Runde verändert. Übrigens, wer Chaos in der alten Welt kennt, dieses Spiel ist daran extrem angelehnt. Es macht es vieles besser als Chaos in der alten Welt. Eben auch dieses variable Spielsystem, dass eine Strategie nicht vorgegeben ist, sondern man das im Spiel quasi noch so ein bisschen selbst steuern kann. Aber wer sowas wie Chaos in der alten Welt mag, der wird dieses Spiel auf jeden Fall lieben. Und wer es bisher noch nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Es ist eines der Highlights des Jahres auf jeden Fall. Und ja, Punkte gibt es wie gesagt für unterschiedlichste Sachen. Was das hier alles so im Detail ist, das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal, wie geht das Spiel los? Wir legen den Spielplan hier hin. Jetzt, das hier sind so Zerstörungsmarker. Diese Regionen können dann nicht mehr betreten werden. Da wir jetzt zu zweit spielen, sind zu Spielbeginn schon 3 Regionen zerstört. Dementsprechend, wenn man mehr Spielern spielt, ist immer eine Region weniger zerstört. Das hier sind so Pillage-Marker. Die geben immer die Belohnung an, wenn man diese Region plündert. Da gibt es auch ganz viele von. Die werden einfach zufällig gemischt und in die verschiedenen Regionen gelegt. Nach Yggdrasil kommt immer dieser Marker, wo man alle 3 Belohnungen bekommt. Das gucken wir uns auch gleich nochmal näher an. Ragnarok ist ja quasi die große Bedrohung. Das hier sind die Regionen, die als nächstes verheert werden. Das heißt, nach dem ersten Zeitalter geht Utgard kaputt. Darum liegt hier schon mal so ein Marker drin, der anzeigt, dass diese Region am Ende zerstört und verwüstet wird. Danach wird dann Angerboda verwüstet und danach Mykolor. Dann haben wir hier die verschiedenen Kartendecks. Das ist jetzt das Set für 2 Spieler. Hier hinten liegen die übrigen Karten. Da gibt es immer Karten, wo drauf steht 3+, 4+, mit der 5-Spieler-Erweiterung auch 5+. Und je nachdem, in welcher Spielerzahl man spielt, sucht man die entsprechenden Karten raus, damit man immer die für die Spielerzahl passenden Karten im Deck hat. Dann nimmt sich jeder Spieler noch einen Clan. Hier, Dave hat den Wolf-Clan, nimmt diese schicken Marker. Ich hoffe, dass die in der Verkaufsversion auch so gut aussehen, aber wahrscheinlich war es ein Kickstarter-Stretch-Goal. Legt ihr hier bei Rage, Axes und Horns, also bei den Clan-Stats, jeweils auf die erste Position, ganz links. Rage, das sind quasi die Aktionspunkte, die wir haben. Die setzen wir alle in Runde 1
auf 6. Was der Rest hier macht, werde ich gleich erklären. Dann nimmt man sich seine Figuren. Die Miniaturen sind auch absolut hochwertig. Gucken wir uns auch im Fazit nochmal alle ein bisschen mehr im Detail an. Die Basen sollte man schon vor Spielbeginn darunter machen. Ich habe quasi das Gleiche gemacht. Hier sind noch so ein paar leere Basen. Man kann im Spielverlauf sich welche von diesen Monstern oder Göttern oder was auch immer holen. Und um anzuzeigen, dass es meiner ist, klippe ich den dann in die Basis. Das ist also ganz gut gelöst. Startspieler ist immer derjenige, der am weitesten nördlich geboren ist. Das ist hier der Startspielermarker. Der sieht auch extrem cool aus. Wird wahrscheinlich auch in der Verkaufssaison ein bisschen anders aussehen. Mit Cuxhaven bin meistens ich in unseren Spielrunden hier in Göttingen der anfangen darf. Das kann man natürlich auch beliebig machen. Das sagt schon, dass es Zufall ist. Aber jetzt sind wir im Prinzip fertig für Runde 1. Wie gesagt, wir spielen insgesamt 3 Zeitalter. Und man sieht ja auch immer die Phasen, aus denen ein Zeitalter besteht. Also zuerst kommt die Göttergeschenkphase quasi, wo wir diese Karten hier bekommen und draften und dadurch quasi auch unsere Strategie für die jeweiligen Runden festlegen. Danach kommen die Aktionsrunde. Das ist dann auch quasi das Herzstück des Spiels, wo wir versuchen, unsere vorher festgelegte Strategie umzusetzen und Rage ausgeben, bis alle ihre Rage ausgegeben haben. Danach werden dann alle Karten abgeworfen von denen, die man hier noch hat, bis auf eine, falls man die behalten möchte. Danach werden dann die Quests abgehandelt, also irgendwelche Aufgaben, die man erfüllen muss, für die man zusätzliche Ehre bekommt. Danach kommt es zur Verwüstung von Utgard in dem Fall hier. Der Marker hier unten, das ist immer ein Symbol für Punkte. Jede Figur, die man in der Region stehen hat, die verwüstet wird, bringt 2 Siegpunkte, das wird dann später immer mehr, ne? 3 oder 4 Punkte. Und dann schließlich kommt Release from Valhalla, also alle Figuren, die man irgendwie im Kampf verloren hat, gehen erstmal nach Valhalla, hat man nicht mehr zur Verfügung und dann bekommt man die wieder, wofür man sogar auch Punkte bekommen kann. Also es kann gut sein, zu kämpfen und diese Kämpfe zu verlieren, um einfach ehrenhaft in Valhalla dabei zu sein. Das ist ein Spiel, bei dem Kämpfen meistens besser ist als nicht kämpfen. Zwar nicht immer, aber das hat oftmals Vorteile, am Kampf beteiligt zu sein. So, wir fangen jetzt mit dem First Age an. Das heißt, die Karten hier, die wurden vorher von mir auch schon gut gemischt. Da bekommt jeder Spieler jetzt 8 Stück und 8 für mich. Die anderen Karten kommen dann wieder zurück auf den Stapel. Die werden aber in diesem Spiel nicht mehr gebraucht. So, das ist jetzt meine Kartenhand. Was die Karten alle im Detail machen, erkläre ich gleich beim Spielen. Das vermittelt dann, glaube ich, einen besseren Eindruck davon. Generell läuft diese Phase jetzt so ab, dass wir uns diese Karten angucken. Im Spiel mit 3 oder 4 Personen suchen wir uns eine Karte davon aus, die wir irgendwie auf jeden Fall haben wollen, weil wir denken, dass die richtig gut ist. Nehmen die, legen die beiseite und geben die restlichen Karten an unseren linken Mitspieler und bekommen von unserem rechten Mitspieler seine Karten, suchen uns davon eine aus und draften die eben immer so weiter, bis wir dann schließlich eine Hand aus 6 Karten haben. Die übrigen 2 Karten von den 8 werden dann abgeworfen und im Spiel zu zweit läuft das ein bisschen anders. Da sucht man sich immer pro Durchgang 2 Karten aus, die man gerne hätte, gibt dann die anderen Karten weiter, bekommt wieder 6 Karten von seinem Mitspieler, sucht sich davon 2 aus, gibt die weiter, bis man dann auch wieder 6 Karten auf der Hand hat. So, ich habe mir aus meinem Kartendeck jetzt mal den Troll und Thors Hammer rausgesucht. Die lege ich dann auf meinen Bogen und gebe die anderen 6 Karten weiter an Dave. Dave hat sich auch 2 Karten rausgesucht und gibt mir jetzt seine verbliebenen 6 Karten, von denen ich mir dann auch wieder 2 raussuche. Ich suche mir dann diese beiden Quests hier raus, lege die auf meinen Bogen und gebe die anderen 4 Karten an Dave weiter. Dave gibt mir dann diese 4 Karten, das heißt, das sind wieder die, die ich am Anfang auf der Hand hatte, die er davon nicht haben wollte. Und dann nehme ich mir mal diese beiden hier raus, damit habe ich jetzt 6 Karten. Die anderen beiden Karten werden einfach abgelegt. Dave sucht sich jetzt auch seine letzten beiden Karten raus und die anderen beiden Karten kommen dann auch weg. Dann wird dieser Marker hier auf Action gestellt und jetzt befinden wir uns in der Aktionsphase. Da können wir dann diese Aktionen, die hier unten drauf zu sehen sind, ausführen. Ich werde die jetzt gleich, während ich sie spiele, alle mal vorstellen. So, also ich werde in diesem Spiel jetzt nicht perfekt spielen. Es geht mir darum, möglichst viel zu zeigen. Darum werde ich manchmal auch Sachen machen, wo ihr sagen würdet, wenn ihr das Spiel kennt, aber es geht ja einfach nur darum, viel zu zeigen. Ich könnte jetzt gleich eine Karte spielen, das möchte ich aber nicht. Stattdessen möchte ich die Invade Action machen. Rage Cost gleich Strength, also Stärke, put a figure from reserves into a province, not Yggdrasil. Was heißt das jetzt? Das hier sind ja meine Figuren und das hier zum Beispiel ist der Leader, das hier sind die Warriors, das hier ist mein Schiff und ich kann, wie gesagt, noch später andere Figuren bekommen, wie zum Beispiel, ich habe diese Trollkarte auf der Hand, die spiele ich jetzt noch nicht, aber mit dieser Trollkarte kann ich mir diese Figur hier holen und ins Spiel bringen und die hat noch eine Sonderfähigkeit. Und hier stehen immer die Stärkepunkte und auch gleichzeitig die Kosten, die diese Figuren haben.
Das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne Invade machen. Dabei muss ich schon mal im Hinterkopf haben, dass ich ja verschiedenste Quests habe, die ich erfüllen möchte. Quests haben immer eine Bedingung, die ich am Ende der Runde quasi erfüllt haben muss. Und dann bekomme ich dafür eine Belohnung in Form von Siegpunkten. Und meistens darf ich meine Clan-Stats noch um einen erhöhen. Die gucken wir uns auch gleich an. Das heißt, ich möchte jetzt in Jotunheim, also in diesen blauen Provinzen hier unten, in mindestens einer Region die höchste Stärke am Ende haben. Hier möchte ich das gleiche in Mannheim haben, also in den drei Regionen oben. Und mit dem hier, der Glorious Death, da bekomme ich Punkte dafür, wenn ich 4 Figuren in Valhalla habe, bevor Ragnarök kommt. Das heißt, kämpfen und sterben bringt mir auf jeden Fall Punkte. Hier möchte ich Figuren irgendwo haben, die einfach nicht kämpfen. Wir gucken mal, wie ich das managen kann. Aber wie man schon sieht, ich habe relativ wenig Karten, die kosten. Das sind nämlich immer die Rage-Kosten und davon habe ich hier eine begrenzte Anzahl pro Runde. Das wird gleich klarer. Das heißt, erstmal sage ich, ich mache Invade und darf ich das genau einmal machen. Das heißt, ich sage jetzt, ich möchte gerne einen meiner Warrior nehmen und der soll dann hier einmarschieren. Das kostet mich jetzt einfach, ne? Der hat hier einen 1er-Wert. Das heißt, ich habe am Anfang 6 Rage. Davon gebe ich jetzt einen aus und habe noch 5 Rage über, also 5 Aktionspunkte quasi. Sobald der irgendwann mal auf 0 ist, kann ich No Action machen. Das heißt, dann bin ich raus aus der Runde. Ich kann entweder vorher schon passen oder halt so lange Aktionen machen, bis ich auf 0 bin. Das heißt, man möchte auf jeden Fall auch in den späteren Runden mehr Rage haben. Wie das geht, sehen wir auch gleich. So, Dave hat nur eine Quest, er hatte die für Mannheim, das heißt, er muss auch in den gelben Regionen, in mindestens einer Region, die höchste Stärke noch stehend haben. Das heißt, er macht jetzt auch einfach mal Invade und er möchte gerne seinen Anführer nehmen. Der hat zwar eine Stärke von 3, aber der kostet nicht 3, um ihn zu beschwören. Der invades for free, das heißt, den darf ich jetzt gratis irgendwo reinstellen. Und da sagt sich Dave dann, okay, der kommt mal nach Anger Border. Und steht da dann mal rum. Die Leader kann man immer daran erkennen, dass die hier so eine Standarte haben, wo dann irgendwas dran ist. Also das wäre mein Leader, das ist der Leader von dem und der ist halt immer 3 Stärkepunkte wert. So, da das umsonst war, muss Dave keinen Rage ausgeben und ist da immer noch auf 6, hat also noch ganz viele Möglichkeiten in dieser Runde. So, und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte das gerne auch machen. Ich nehme meinen Leader und stelle den in die gleiche Region. Wichtig ist, in diesen Regionen sind immer Dörfer abgebildet. Hier in dem Fall sind es 5 Stück, in manchen sind es nur 4, in anderen 3. Es darf auf jedem Dorf eine Figur stehen. Wenn alle Dörfer belegt sind, dann kann keine weitere Figur mehr da reingespielt werden. In Yggdrasil, wie man sieht, gibt es keine Dörfer. Da können beliebig viele von den Heldenkriegern, was auch immer, stehen. So, auch das hat mich jetzt keinen Rage gekostet, das heißt, ich bleibe bei 5. So, Dave spielt dann ein Monster-Upgrade. Das würde normalerweise 2 Rage kosten, um diesen Zwergenhäuptling ins Spiel zu bringen. Aber der kostet keinen Rage für ein Upgrade oder irgendwo, um da einzumarschieren. Das heißt, er nimmt sich jetzt einfach diese Figur aus dem allgemeinen Vorrat, macht da diesen Marker drunter, damit man weiß, der gehört zu ihm. Legt dann dieses Monster-Upgrade hier hin. Das heißt, wir haben 2 Slots. Das heißt, wir können maximal 2 von diesen Monstern haben. Habe ich schon 2, möchte noch ein neues bekommen, dann muss ich eins überbauen. Das heißt, ich schmeiße das dann weg, muss auch die Spielfigur wieder abgeben und habe dann halt das neue Monster, das vielleicht toller ist. Und immer wenn ich so eine Karte spiele, also wenn ich so ein Monster-Upgrade spiele oder auch ein Leader-Upgrade, dann darf ich auch die Aktion immer sofort durchführen. Das heißt, ich kann jetzt mit dem hier einmarschieren und mir irgendeine Region raussuchen, wo ich gerne rein möchte. Das heißt, Dave sagt mal, er will nach Mykolor und stellt den dahin rein und das kostet auch keine Rage. Das ist also gut, wenn man natürlich möglichst viel in der Runde machen kann. Ne, das war jetzt gerade diese Upgrade-Aktion. Rage kostet gleich Strength. Das heißt, ich zahle einfach immer das, was da oben steht. Das ist immer der Wert, den man bezahlen muss. Und da steht auch drunter, Invades for free. Also man kann die gleich ins Spiel bringen, wie ich gerade gesagt habe. So, ich bin jetzt dran. Man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft denken. Hier wird nachher alles zerstört. Dafür gibt es Punkte. Also möchte ich da auch schon mal eine Figur reinbringen. Die sehen übrigens unterschiedlich aus. Das liegt auch wieder an Kickstarter. Ein Stretch Goal war, dass die ein unterschiedliches Design haben, damit man einfach noch ein paar coolere Miniaturen hat. Und das heißt, ich gebe einfach ein Rage aus, habe dann noch 4 zur Verfügung und stelle den schon mal nach Utgard. So, jetzt ist ja so eine klassische Situation, wenn man hier so einen Kämpfer ganz alleine hat und da niemand reingezogen ist, dann kann man die Region idealerweise plündern, außer man möchte um den kämpfen, weil man dafür irgendwie Punkte bekommt. Aber ich möchte das gerade nicht, weil ich dafür auch keine Karte habe. Das ist also eigentlich eine ziemlich langweilige erste Runde. Aber ich sage jetzt, ich mache Pillage, das kostet mich keinen Rage, damit plündere ich diese Aktion. Jetzt könnten andere Spieler aus angrenzenden Regionen, die beiden hier sind ja verheert, also wenn jemand in Yggdrasil Figuren hätte, könnte da der Reihe nach jeder eine Figur reinziehen, bis alle Slots voll werden, außer man möchte nicht. Dann würde normalerweise gekämpft werden. Das entfällt jetzt aber, also zeige ich das ja später. Und jetzt in dem Fall bekomme ich einfach diese Belohnung hier for free. Das heißt, ich habe es geplündert, darf das auf meinem Clan-Sheet einen hochschieben und drehe das Ding um.
Ne, dazu gucken wir hier unten auf die Leiste. Die Hörner schiebe ich jetzt eins hoch. Das ist das Figurenlimit, das ich auf der Karte haben darf. Im Normalfall zu Spielbeginn darf man nur 4 Figuren auf dem Spielfeld haben. Und jetzt darf Dave schon 5 haben. Das werden halt immer mehr. Immer wenn man so einen kleinen Start upgraden kann, kann man sich aussuchen, welches davon. Und wenn man es schafft, auf 7 hochzukommen, dann bekommt man dafür am Ende noch 10 Siegpunkte. Schafft man es, hier auf den ganz rechtesten Wert zu kommen, bekommt man dafür 20 Glory, also 20 Siegpunkte. Sprich, schafft man es, alles ganz nach oben zu schieben, bekommt man dafür einfach mal 60 Punkte. Das ist schon wirklich hart. So, aber das Gleiche kann ich jetzt prinzipiell auch machen. Ich sage jetzt einfach Pillage in Utgard. Damit, ja, hier kann niemand reinziehen, weil niemand angrenzende Figuren hat. Das ist jetzt natürlich so ein kleiner Nachteil im Zwei-Personen-Spiel. Da passiert das schon relativ oft. Wenn man zu dritt oder zu viert spielt, dann wird das eher die Ausnahme sein, dass das so for free geht. Also bekomme ich jetzt auch hier die Belohnung, schiebe den Marker hier eins hoch und habe jetzt auch ein Figurenlimit von 5. So, dann ist Dave wieder dran. Der hat auch nicht so viel, was ihm irgendwie Punkte bringt, außer das Ding hier. Das ist für ihn schon relativ wichtig. Und um das erstmal abzusichern, sagt er jetzt, okay, er möchte gerne einen seiner Warrior spielen und schiebt das erste Mal seinen Rage runter auf 5 und stellt die Figur dann hier auf das freie Feld. Damit ist da eh nur noch ein freier Slot, was wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass er hier auf jeden Fall die höchste Stärke haben wird, was ja für seine Quest Mannheim auf jeden Fall wichtig ist. So, damit ich wieder dran. Mir wird jetzt ein bisschen Angst und Bange, weil ich habe diese Quest ja auch. Das weiß natürlich Dave nicht, aber ich weiß jetzt, okay, er möchte da wahrscheinlich auch irgendwas machen, weil sonst würde das keinen Sinn machen, in so eine verheerte Region noch Punkte, also Figuren reinzuspielen. Das heißt, ich muss jetzt mal zusehen, dass ich irgendwas machen kann und sage einfach, okay, ich möchte gerne nochmal einen Rage ausgeben, um nochmal Invade zu machen und stelle einen meiner Krieger nach Angerboda. Keine Sorge, in Runde 2 wird das hoffentlich ein bisschen spannender. Die Karten, die wir jetzt hier bekommen haben, das waren halt primär Questkarten und primär Kampfkarten. Wenn das andere Upgrades sind, dann ist da noch ein bisschen mehr Dynamik hinter. So, da ja auch hier die Slots für Punkte begrenzt sind, spielt er den Krieger hier rein und hofft, dass er da auch ein paar Punkte fürs Ragnarök kriegt. Das seht ihr dann gleich. So, dann bin ich wieder dran. Bei mir wird schon allmählich ein bisschen eng, weil ich habe nur noch 3 Rage. Das ist nicht mehr so viel. Ich brauche zwar auch nur für den Troll noch 2 Punkte, aber wenn ich andere Karten noch, Figuren noch reinbringen will, dann, und meine Quest muss ich auch noch spielen. Die kosten mich zwar keinen Rage, die zu spielen, also keine Aktionspunkte, aber wenn ich auf 0 bin, darf ich keine mehr spielen. Also bin ich jetzt in der misslichen Lage, dass ich auf jeden Fall erstmal Quest Karten spielen muss, und zwar am besten die, die ich wahrscheinlich auch schaffen kann. Also sage ich, okay, ich spiele jetzt die Jotunheim-Quest, ne, die sagt, ich habe die meiste Stärke in einer dieser blauen Provinzen, dann bekomme ich 5 Punkte und darf eine meiner Clan-Werte um 1 erhöhen. Das mache ich einfach for free, das kostet mich keinen Rage, das heißt, ich sage, ich spiele die Karte hier verdeckt hin. So, Dave nutzt das, um gerade nochmal einen von seinen Kriegern ins Spiel zu bringen. Das heißt, er geht hier auf 4 runter und spielt auch nochmal eine Figur nach Angerboda und hat da jetzt ja genauso viel Stärke wie ich gerade. Ich bin jetzt eben in der misslichen Lage, dass ich weiterhin meine Quest spielen möchte. Da muss ich jetzt halt gucken, schaffe ich es, 4 Figuren zu verlieren, bevor Ragnarök kommt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eng, aber ich hoffe einfach mal, dass das klappt. Also spiele ich diese Karte hier auch noch. Wenn ich jetzt denke, dass ich irgendeine Quest gar nicht erfüllen kann, dann macht es manchmal auch Sinn, die vielleicht nicht zu spielen. So, jetzt ist Dave wieder dran. Dave würde das eigentlich gerne nutzen, um noch mehr Figuren aufs Spielbrett zu bringen, aber sein Figurenlimit ist 5 und er hat schon 1, 2, 3, 4, 5 Figuren auf dem Spielfeld. Das heißt, er kann gar keine Figur mehr spielen, bis er vielleicht irgendwo eine Figur verliert. Er hat aber diese mächtige +5-Karte. Wie die funktioniert, sehen wir uns gleich. Darum sagt er jetzt einfach mal Pillage. Er möchte plündern, und zwar in Angerboda. Das heißt, jetzt kann, wenn ich es möchte, kann ich meine Figur hier aus Muspelheim noch auf diesen freien Slot ziehen. Ne? Wenn einer sagt Pillage, dann dürfen reihum die anderen Spieler jeweils eine Figur der Reihe nach auf diese freien Slots ziehen. Und da muss ich jetzt überlegen, ob ich das wirklich möchte, weil das wäre für mich ein Punkt mehr, den ich da an Stärke hätte. Ich weiß, dass ich nicht so die super geilen Kampfkarten habe und dass ich, wenn ich die Karte spiele, hier bekomme ich 3 Glory, wenn ich den Kampf gewinne. Das ist natürlich sehr verlockend. Ich weiß aber nicht, was mein Gegner an Karten hat. Und ich möchte natürlich auch gerne hier die Mehrheit behalten, weiß aber, dass mein Gegner auch relativ viel Rage hat, also noch viel machen kann. Also ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Möchte ich das machen oder nicht? Ich sage aber einfach mal, ich mache das. Warum, werde ich euch dann gleich zeigen. Also bewege ich meine Figur hier rein und dann wird der Kampf durchgeführt. Das heißt, jetzt guckt man seine Handkarten an. Dafür sind diese Battle-Karten sehr wichtig. Erstmal überlegt man natürlich, was man da an Stärke drin stehen hat. Dave hat hier 2 Warrior drin, die sind 2 Stärkepunkte wert. Und sein Anführer nochmal 3, also 5. Während ich selbst dann nur einen Anführer und einen normalen Krieger habe. Das heißt, momentan habe ich 4 Punkte. Das heißt, wahrscheinlich, wenn
Dave diese Karte hier spielt, gewinnt er relativ sicher. Wenn er diese Karte hier spielt, dann werden die Clan-Stats um 1 erhöht, also einer. Wenn er diese Karte hier spielt, dann darf er noch einen anderen von seinen Clan-Stats um 1 erhöhen. Und wenn er die Karte hier spielt und den Kampf verliert, dann klaut er einen Rage vom Spieler, der gewinnt. So, es ist für Dave jetzt ein bisschen tricky. Er kann jetzt halt die plus 5 spielen. Dann wird er den Kampf zwar sicher gewinnen, aber wenn man den Kampf verliert, ist die Karte danach weg. Wenn man verliert, bekommt man die wieder. Also versucht das mal mit Friggas Grace. Wenn das durchgeht, hat er Glück, weil dann darf er halt noch einen seiner Werte um 1 erhöhen. Also spielt er die verdeckt aus. Ich gucke mir meine Karten an. Die Karte ist eigentlich ziemlich geil, weil die hat den gleichen Wert wie die Karte, die mein Gegner ausspielt. Aber bringt mir in dem Fall nichts, weil mein Gegner ja generell einen Stärkepunkt mehr da stehen hat als ich. Also hätte ich auch mit der Karte auf jeden Fall einen weniger. Der Kartentext wird doch nicht kopiert. Das ist Thors Hammer, da bekomme ich 3 Siegpunkte, wenn ich den Kampf gewinne, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Also eine Karte muss ich im Kampf spielen und da ich vermute, dass ich diese Quest hier nicht erfüllen kann, lege ich die einfach mal verdeckt ab. Ich muss immer eine Karte spielen, das muss scheinbar keine Battle-Karte sein und dann decken wir beide gleichzeitig unsere Karten auf. Das heißt, jetzt ist schon klar, okay, Dave gewinnt seine Plünderei, weil er hat eben 7 und ich habe da nur 4 Punkte stehen. Das heißt, die Karten, also ich bekomme meine Karte sogar wieder, weil ich verloren habe. Dave muss seine Karte abgeben, die kommt dann einfach auf den Ablagestapel. Aber da er gewonnen hat, darf er einen anderen Wert um 1 erhöhen. Hier werden ja die Äxte erhöht, das heißt, den drehen wir erstmal um. Dann werden die Äxte um 1 erhöht und ich darf noch einen anderen Wert um 1 erhöhen. Also erhöhe ich auch mal mein Rage um 1, damit ich nächste Runde mehr Aktionspunkte zur Verfügung habe. Anschließend Dave hat ja gewonnen, also bleiben seine Figuren dort stehen. Ich habe diesen Kampf leider verloren. Leider bringt mir das nichts, weil ich da keine Karten für habe, die mir da irgendwie Punkte für geben. Also lege ich noch die Figuren hier nach Valhalla. Die stehen mir erstmal nicht mehr zur Verfügung. Und bei Kampfbeginn war ich ja noch auf 3 Äxten. Das ist Glory for Winning Battles. Das heißt, ich bekomme jetzt noch 3 Siegpunkte, weil ich diesen Kampf gewonnen habe. Also nimmt Dave dann seinen Marker und schiebt ihn auf 3 vor und hat damit die ersten 3 Punkte gemacht. So, damit bin ich jetzt eigentlich wieder in einer ganz guten Position, weil Dave hat sein Figurenlimit erreicht. Das heißt, er kann keine neuen Figuren aufs Spielbrett bringen, aber er kann die auf dem Spielfeld bewegen und zum Beispiel nach Yggdrasil ziehen, wo man jede seiner Werte um 1 erhöhen kann. Das möchte ich eigentlich auf jeden Fall verhindern. Also sehe ich mich jetzt gezwungen, ein Monster-Upgrade zu spielen. Also spiele ich das Troll-Upgrade, lege das hier auf meinen Clanbogen, nehme mir dann den Troll, mache da meinen Ring drum, damit man sieht, dass es meiner ist. Und der hat ja als Fähigkeit, wenn this Monster invades a province, destroy all enemy warriors in it. Also nehme ich den natürlich und stelle den nach Angerboda. Und das hier sind ja 2 Warrior von Dave. Die werden zerstört und kommen erstmal runter. Beziehungsweise nicht in seinen Vorrat, sondern nach Valhalla. Die hat er jetzt in dieser Runde nicht mehr zur Verfügung. So, jetzt ist Dave wieder dran und Dave spielt erstmal seine Quest Mannheim für umsonst. Das heißt, wenn er in irgendeiner Region die meisten Punkte hat in Mannheim, hat er die Quest erfüllt und bekommt dafür Punkte. So, damit ich wieder dran. Ich habe gerade vergessen, mir den Rage wegzunehmen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch einen Punkt, den ich ausgeben kann. Das heißt, vielleicht schaffe ich es ja mit dem Troll hier oben diese Quest hier zu erfüllen. Also spiele ich erstmal die Mannheim-Quest aus und lege die auch noch auf meinen Bogen und habe damit 3 Quests liegen. Mal gucken, ob ich die durchbekomme. So, Dave kann ja immer noch viel machen. Das heißt, er spielt jetzt sein Warrior Upgrade. So, Dave kann ja relativ viel machen. Das heißt, er kann jetzt sein Warrior Upgrade spielen. Brother in Arms. Immer wenn er 2 Krieger in einer Provinz hat, dann zählen die nicht 2. Normalerweise wird ja jeder 1 zählen, sondern 3 totale Stärke. Die spielen wir einfach mal aus. Das kostet uns einmal hier ein Rage. Und dann dürfen wir auch gleichzeitig irgendwo einmarschieren. Also marschieren wir mal hier nach Utgard. Da sind jetzt alle Plätze voll. Und da kann auch kein Pillage mehr durchgeführt werden, weil das schon war. Also sind da die Slots erstmal belegt. Also jetzt müsste ich zurückspulen, um zu gucken, ob ich mir den Rage abgezogen habe. Ich glaube nicht. So, und jetzt bin ich dran. Ich habe quasi nur noch eine Aktion. Ich habe einen Rage. Das heißt, ich könnte jetzt entweder noch einen Krieger aufs Spielbrett bringen oder ich könnte marschieren. Wenn ich marschiere, dann darf ich einen Rage ausgeben und darf dann alle Krieger aus einer Region in eine andere ziehen. Und da ist eben die Frage, ob ich das möchte oder nicht, weil momentan ist noch Yggdrasil frei, das heißt, das könnte Dave sich gleich ziemlich easy holen und das wäre echt ein krasser Vorteil für ihn. Andererseits würde ich sonst meine Quest aufgeben und das möchte ich vielleicht auch nicht. Also sage ich, okay, ich gebe meinen letzten Rage aus, gehe dann auf 0 runter und stelle mich nochmal hier nach Muspelheim. Kann da jetzt selbst kein Pillage mehr machen. Übrigens beim Pillage, nur der bekommt die Belohnung, der auch das Pillage angesagt hat. Wenn jetzt andere Leute da reinziehen, ich den Kampf verliere, dann bekommen die nicht die Belohnung dafür. Die bleiben einfach da liegen und da kann noch weiter geplündert werden. So, Dave weiß jetzt ja, dass ich erstmal nichts mehr machen kann. Also geht er mal Risiko und macht dieses Marschieren. Das heißt, er nimmt einen Rage weg. Und jetzt marschiert er mit dieser Figur nach Yggdrasil. Er könnte auch beide nehmen, aber da er seine Quest noch erfüllen möchte, lässt er die Figur hier stehen.
jetzt bin ja ich dran, kann nichts mehr machen. Also Dave ahnt wahrscheinlich schon, dass ich hier irgendwas für meine Quest vorbereite und das deswegen ein bisschen tricky wird. Also sagt Dave jetzt ein Pillage an in Yggdrasil. Er hat hier eine Figur drin stehen, also kann er jetzt Yggdrasil plündern. Jetzt sind ja, zu Yggdrasil sind alle anderen Regionen angrenzend. Das heißt, jetzt könnte ich sagen, ich ziehe den da rein. Dann könnte Dave sagen, er zieht einen da rein. Ich könnte sagen, ich ziehe meinen Troll da rein. Also wir könnten die Region jetzt komplett voll machen. Das wäre eben nur doof, weil wir haben ja auch noch Quests, die wir füllen wollen. Also muss ich jetzt überlegen, möchte ich Dave das for free überlassen und ihm bei jedem Wert einen hochgeben oder möchte ich meine eigene Quest erfüllen? Und ja, das ist so eine Entscheidung, die ist immer ein bisschen tricky. Von diesen Entscheidungen hat man im Spiel sehr, sehr, sehr viele, gerade mit mehreren Mitspielern. Ich sage einfach mal nein, ich möchte gerne meine Quest erfüllen. Und ja, ich habe ja 3 Quests liegen. Bei einer brauche ich hier die Mehrheit einer Region, bei einer hier und bei der anderen muss ich 4 Figuren in Valhalla haben. Also hat es für mich im Prinzip gar keine Auswirkung, ob ich jetzt hier die Mehrheit habe oder hier kämpfe und verliere oder vielleicht sogar gewinne und dafür alle Werte um 1 hochbekomme. Da müsste ich jetzt überlegen, was besser ist. Aber ich sage einfach mal, okay, ich marschiere hier rein. Jetzt kann Dave sich überlegen, ob er noch irgendwo rausmarschieren möchte. Er möchte vielleicht hier die Punkte für Ragnarök haben. Er möchte hier seine Quest auf jeden Fall erfüllen. Also sagt er nein. Ich gucke dann und sage, ach, egal, ich ziehe den hier auch noch da rein. Also wählen wir wieder unsere Kampfkarten aus. Ne, momentan stehen da ja 2-3 gegen 2. Also wählen wir dann unsere Kampfkarten aus. Dave legt seine plus 5 dahin. Ich lege meine Heimdalls Sicht dahin. Jetzt decken wir gleichzeitig auf. Das heißt, ich kopiere einfach die Karte. Das heißt, ich habe auch plus 5. Damit gewinne ich diese Plünderung. Was mir zwar nicht so viel bringt, aber dafür habe ich Dave verwehrt, dass er alle seine Werte um 1 erhöhen kann. Also verliert Dave seine Figur nach Valhalla. Damit habe ich halt die Quest leider nicht erfüllt. Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen doof von mir. Ich verliere meine Karte Heimdalls Sicht. Die wird einfach abgelegt. Dave bekommt seine plus 5 Karte wieder zurück. Ich bekomme hier jetzt die Belohnung nicht, aber weil ich ja einen Kampf gewonnen habe, bekomme ich wegen meiner Äxte, die noch auf 3 stehen, 3 Glory dazu und habe jetzt auch 3 Siegpunkte. So, und jetzt hat Dave ja noch einen Rage über. Er ahnt schon, da ich relativ viele Quests habe, dass ich hier eine Quest habe, die ich erfüllen möchte. Also gibt er seinen letzten Rage aus, um hier noch eine Figur reinzustellen und damit auszugleichen. Und jetzt sind wir beide runter auf 0 Rage. Damit ist die Aktionsphase vorbei. Dann wird hier der Marker ins vorgerückt. Discard down to 1 card. Das heißt, Dave muss jetzt von seinen Karten überlegen, ob er eine davon mit in die nächste Runde nehmen möchte. So plus 5 ist ja zum Beispiel schon mal ganz stark. Dann bekommt er bei der nächsten Runde auch eine Karte weniger. Das heißt, er sagt aber, okay, die 5er-Karte ist so mächtig für Kämpfe, die will ich auf jeden Fall behalten. Die anderen Karten werden dann abgeworfen. Ich habe meine Karten entweder verlegt oder ich habe keine mehr, aber ich glaube, ich habe wirklich keine mehr, der trifft mich das nicht. Dann wird hier der Marker auf Quest vorgesetzt. Jetzt werden die Quests abgehandelt. Dave hat ja nur eine Quest, die besagt, dass er die meiste Stärke in mindestens einer Region in Mannheim, also in den gelben Provinzen, haben muss. Wenn er das hat, dann bekommt er 5 Siegpunkte, also 5 Glory und darf einen seiner Clanstats um 1 erhöhen. Da gucken wir und sehen, aha, hier in Mikolor hat er das. Also bekommt er 5 Punkte dazu, hat jetzt 8 und darf einen seiner Werte erhöhen. Da erhöht er mal den Rage-Wert. Das heißt, er bekommt nächste Runde mehr Rage und hat mehr Aktionspunkte zur Verfügung. Und die Questkarte wird dann auch abgeworfen. So, dann gucken wir bei mir. Ich habe ja Jotunheim, dass ich die größte Stärke in mindestens einer blauen Provinz habe. Wie man sieht, hat Dave mir da eben noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hier habe ich nichts, hier habe ich nichts und hier haben wir beide 1. Das heißt, hierfür bekomme ich nichts. Sie wird einfach abgeworfen. Das ist doof. Jetzt 4 Figuren in Valhalla vor Ragnarök. Da habe ich auch grandios versagt. Ich habe 3. Also das ist das beste Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Damit wird auch diese Quest abgeworfen und bringt mir nichts. Und last but not least Mannheim, die gleiche Quest, die Dave hatte. Auch da habe ich keine einzige Figur mehr stehen. Also es war eine katastrophale Runde von mir. Auch da bekomme ich 0 Punkte. Aber in vielen Spielen wäre das ja jetzt wirklich richtig, richtig böse, wenn man auch in Runde 1 irgendwie nur 3 Punkte gemacht hat. In diesem Spiel kann es sein, dass man das Ding trotzdem noch aufholt durch Runde 2 und 3. Aber die Runde ist noch nicht zu Ende. Jetzt schlägt Ragnarök in Utgard ein. Das heißt, wir nehmen diesen Marker, legen ihn nach Utgard und dann ist die Region quasi verheert. Die Figuren, die da drin stehen, die kommen nach Valhalla. Das sind 2 Stück von Dave. Ne, wir sehen, hier ist eine 2. Das heißt, pro Figur, die zerstört wurde, bekommt Dave jetzt 2 Punkte, also insgesamt 4. Damit ist er dann schon bei 12. Jetzt wird geguckt, die nächste Region ist Angaboda. Das heißt, der Marker hier kommt jetzt in die Region, um anzuzeigen, dass die am Ende der nächsten Runde verheert wird.
Und jetzt kommt Release Valhalla. Das heißt, alle Figuren, die hier stehen, kommen wieder in unseren Vorrat zurück. Haben wir wieder nächste Runde zur Verfügung. Und auch da könnte es Clan-Upgrades geben, wo man für jede Figur, die man da wieder herbekommt, einen Punkt bekommt, zwei Punkte bekommt, drei Punkte bekommt. Das heißt, wenn man die alle drei bekommen sollte, dann kann es sein, dass man pro Figur aus Valhalla in Runde 3 6 Punkte wieder bekommt. Das heißt, man will kämpfen, man will verlieren, weil man dafür richtig viele Punkte bekommt. So, damit haben wir hier alle Schritte abgehandelt. Das heißt, Runde 1 ist fertig. Dave bekommt den Startspielermarker und wir gucken uns jetzt Runde 2 an. Das sehen wir in einem neuen Video. Das heißt, guckt einfach das nächste Video, wenn ihr euch die zweite Runde angucken wollt. Ich würde das empfehlen, weil in Runde 2 kommen auf jeden Fall noch coolere Karten ins Spiel, die das Spiel noch ein bisschen dynamischer machen. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, sondern gleich ins Fazit gucken wollt, dann guckt euch das Fazit an. Und ja, lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr das Video hier ganz gesehen habt. Und je nachdem, für welches Video ihr euch entscheidet, sage ich bis gleich oder vielleicht in einem meiner anderen Rezensionsvideos.